Oh, so YouTube, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Geotastic, wir werden irgendwo ausgesetzt in Google Maps und müssen erraten, wo genau wir sind. Man muss nicht eigentlich erraten, wo man genau ist. Ich werde aber erraten, wo genau ich bin. Und das wollen wir machen, indem wir unser Standard-Preset nehmen. Wir haben das auf 3 Runden begrenzt. Ich würde sagen, da bleiben wir auch bei. Und starten rein und lassen uns mal überraschen, wo es hingeht oder wo es hoffentlich nicht hingeht. Bitte nicht Indonesien. Oh. Slowenien, Österreich, Schweiz. Alpen, Alp. Okay, Schweiz, nicht? Französisch. Sieht auch nicht wie Österreich aus. Sieht aber schon mal gar nicht schlecht aus. Also so zum Urlaub machen. Obwohl, ist das ein Erdrutsch? Na, dann vielleicht doch nicht. Da haben wir wieder Text. Privatquartier. Irgendwas mit Nord. Daminchawart. Okay. Also hier geht's nicht weiter. Das ist schon mal schlecht. Hoffentlich kommen wir in die Richtung weiter. Sonst haben wir ein Problem. Bahnhof. Also auf jeden Fall ein bunter Sprachenmix hier. Welche Richtung nehmen wir denn? Cesar Seriana. Einfach in Richtung Berge würde ich mal losjuckeln. Miragolf. Ferienresidenz Garni. .com. Können sich nicht mehr eine Top-Level-Domain leisten. Was soll ich denn davon halten? Sieht aus, als ob die Reis anbauen. So Terrassen-Reisanbau. Also, schöne Aussichten hat man ja hier. Und es fährt ein Zug. Das wird es auf jeden Fall erleichtern, einzugrenzen. Zeus. Okay, Z-O-U-Z, Sus. Weiß nicht, ob das so groß ist, dass ich sehen würde. So eine Straßennummer wäre jetzt vielleicht noch gar nicht verkehrt. Ich meine, hier sind Wander- und Radwege. Wow. Okay, sehr gepflegt, nicht wahr? Dieser kleine Brunnen, schön. Als Kind habe ich das geliebt. Wenn man unterwegs war, überall Brunnen, nicht? Die sind ja überall inzwischen oft eingestellt, deaktiviert worden. Sehr schade, sowas. Und wenn man immer einen hat, dann kann man dem nicht mehr vertrauen, weil irgendwas Komisches drin schwimmt, zumindest in den Städten. Auch dir einen schönen guten Tag, Hauntynex. Wirklich, Schweiz. Liebe die Leute, die einfach in einen Chat kommen, nicht mal Hallo sagen können und spoilern. Auch wenn man schon selber weiß. Das sind immer die Besten. Okay, ja, jetzt haben wir ein Problem, nicht? Es geht gar nicht weiter. Hallo, na geht doch. Hallöchen. Oh, auch krass. Ein richtig altes Ding. Die älteste Tür der Schweiz. Auf jeden Fall eine schöne kleine Ecke.
Nur, dass wir hier nicht so weit fahren können. Gut, ansonsten müssen wir die Karte absuchen. Okay, wir haben hier... Da oben, da ist endlich was. St. Moritz, ja, okay, das hilft doch, ne? Damit können wir jetzt arbeiten. St. Moritz, wo bist du? St. Gallen habe ich. St. Moritz, da haben wir St. Moritz. Da ist die 27. Da ist Sernitz. Ah, wir suchen Sus. Da ist Sus. Ach, das ist eine Anlage da drüben. Alles klar. Und dann stehen wir, da sind die Schienen. Irgendwo auf der Seite hier. Am Inn sogar. Krass. Ups, ich wollte nicht wechseln. Ich wollte back to start machen. Wir fahren nach Süden und kommen dann aber an die Schienen. Also sind wir doch hier? Okay, warte mal. Wir fahren direkt nach Süden und knicken dann nach Südosten ab. Wir stehen ja nicht direkt da, nicht? Wir standen hier irgendwo. Hier, da müssen wir sein. Obwohl das auch nicht direkt nach Süden ist. Das ist ja Südosten. Wir gehen nach Süden und dann nach Südosten. Und dann über die Schiene. Und wir sind in Sus reingefahren eben. Das macht mich jetzt ein bisschen unglücklich. So weit sind wir nicht gefahren. Haben wir einen Straßennamen hier irgendwie? Darauf kommst doch an. Alp irgendwas? Castel Grand? Das sind nicht die Straßennamen. Das sind irgendwelche Wandertourguide-Dinger. Und hier trennt sich die Straße nochmal. Okay, und hier kann man wieder nicht weiterfahren. Nee, da will ich jetzt sicher nicht lang auf so einem Matschweg. Den kannst du behalten, Spiel. Ist das ein Pegelmesser? Ich hoffe nicht. Obwohl, vielleicht Bierpegel. Hier ist alles möglich. Okay, also wir wissen nicht, wie die Straße heißt. Das ist schon mal schlecht. Leicht südwestlich, wenn man so möchte. Und wir kommen dann auf den Bahnhof. Cesar Serina. Vielleicht finden wir Romediweine. Die müssten ja direkt hier sein, Romediweine dann. Die Frage ist, sind wir überhaupt auf die gekommen oder sind wir noch auf der hier? Aber sie müssen ja trotzdem hier hinterliegen. Das ergibt wenig Sinn von den ganzen Anordnungen. Also wir würden ja so fahren und so. Cesar Serina, da. Da geht es auf jeden Fall hin. Wo auch immer sie ist halt nördlich dieser Schiene. Aber, hä? Das ist merkwürdig. Also diese nördlich hinter den Schienen liegen. Sie liegt aber südlich der Schienen. Also irgendwas ist nicht mehr richtig eingezeichnet. Also außer es gibt noch eine zweite Schiene. Es macht aber auch wenig Sinn. So, der Fluss ist da im Süden. Das macht Sinn.
Mira Golf müsste hier kommen. Steht das hier irgendwie dran? Hier war doch irgendwas mit Golf. Mira Golf. Also wir sind hier, aber das Schild passt nicht. Oder diese Kennzeichnung hier ist nicht mehr richtig. Und, was mich am meisten verwirrt, ist das hier. Das geht doch, also, das soll so ein bisschen sein, das kommt doch vom Winkel nicht hin. Also das hätte ich mindestens so erwartet dann. Das hier wäre halb, nicht? Und ich hätte es so, ja gut, ich hätte es so erwartet, so ein Stück mehr. Kommt halt gerade so hin. So, vor welcher Hausnummer? Vor der Abgang, wo die Straße sich spaltet. Also genau da stehen wir. Finish. 7 Meter. Okay, also ohne das Mira Golf hätte ich nicht gedacht, dass wir da sind, weil das Ding da falsch ist. Und hier ist nicht mehr das Geschäft drin. Das ist halt, wenn die Bilder alt sind, immer ein Problem. Ah, und so rum. Nee, so rum sind wir nach Sus rein. Okay, und dann zurückgesprungen. Alles klar. Ich meine, ich hatte die Ecke ja gleich favorisiert, aber hat das hier irgendwie so richtig? Nee. Hat sich nicht so sicher angefühlt. Deswegen schnell in die nächste Runde. Hier haben wir wenigstens den Straßennamen. Marc Duparna, Dosol und Hallo Lytro. Willkommen im Zockenende. Argentinien? Ja. So irgendwo in die Richtung auf jeden Fall vielleicht gerade gedacht. Weil man wusste, die Sonne. Wow, die Sonne ist im. Eigentlich im Norden, also müssen wir im Süden sein. Macht schon Sinn. Geotastic, so sieht's aus. Du hast gerade die wunderschöne Schweiz verpasst, die uns eine kleine Rätselaufgabe gegeben hat. Anscheinend ist das Hotel umgezogen, was wir gesehen haben. Und das hat mich maximal verwirrt. Lavacar. Elavacara. Gut, wir fahren mal zur großen Straße. Und dann sehen wir mal weiter. Paré. Studu Massan Life Well. Okay. Hilft auch noch nicht hundertprozentig weiter. Patagonia. Na gut. Ja, Buenos Aires oder so. Habe ich aber nicht so ein Gefühl. Eisenbahn. Emporo de Bebidas, Eisenbahn. Okay, mal wieder deutsche Worte. Einfach hier Eisenbahn. Mit Monster Energy. Sehr sympathisch, der Laden. Eisenbahn und Monster Energy. Erste Runde, also zweite Runde in der ersten Runde. Avenue dos Estados. Farmacias. Wir fahren mal weiter und weiter und dann kommen wir auf die großen Sachen. Crepes, Waffeln, Tortillas, Sunday, Veneto. Ganz wunderprächtig. Aber das sieht schon sehr, also sehr gepflegt ordentlich aus, nicht? Also, da steht einer europäischen Hauptstadt im Nix nahe hier. Egal, wo es jetzt ist. Dom Pedro Joaquim Americo. Gut, die Straße gibt's auch bei jedem, nicht? Und das ist Stadion. Agur Verde. Bei 28 Minuten hätte ich dir auch keine vollständige Dreierrunde vorher zugetraut. Ja, so ist der Chat zu mir. So ist er zu mir. Aber er kennt mich halt auch sehr, sehr gut. Weil ich kann dem nicht widersprechen. Mmh.
Wir fahren mal hier rein. Da sieht es aus, als ob es ein bisschen mehr gibt. Dos Estados, Novo Mundo. Ja, das hilft nur nicht, solange wir das nicht eingegrenzt haben. Also die Straßen haben wir auf jeden Fall schon. Da können wir jederzeit nachgucken. Ich will nur sicher gehen, dass das Buenos Aires auch wirklich ist. Könnte natürlich auch ein kleines Nest daneben sein oder so. Was trotzdem noch diesen Hauptstadt-Vibe mit abbekommen hat. Danke, dass du so spät angefangen hast zu streamen. Ja, das ist ja eher Zeitos. Am Freitag normal, weil wir ja auch normalerweise sehr lange machen, je nachdem, wie viele Zuschauer da sind. Discpizza. Und jetzt ist erstmal Geotastic, solange ich Lust habe, angesagt. Ibiza-Restaurante. Und ein bisschen rumreisen. Dos Pecado. Wow, was ist das denn krasses? Santa Candidat. Ui Badados. Was ist das denn? Also hier können Rollstuhlfahrer rauf, dann werden die hochgefahren. Das ist schon mal krass. Also das kriegen wir in Europa ja immer noch nicht hin. Ich weiß nur nicht, warum da ein Drehkreuz ist, wenn man einfach die Treppe hoch kann. Okay, davon mal abgesehen. Das sieht aus wie so ein Hyperloop-Eingang. Richtig verrückt. Was kann man da drin machen? Ist das ein Fahrstuhl? Nee, was ist das? Hä? Es ist auf jeden Fall super fancy. Egal was es ist, ich würde da gerne mal reingehen. Einfach um zu erfahren, was bist du? Sehr krass. Sehr modern. Und da ist das Google-Auto. Google Street View. Wo ist der zweite Zuschauer? Denkt dran, nicht Lurker outcallen, macht man nicht. Conferencia Dos Pecado. Crockmania. Da ist normale Mint. Willkommen im Zockenende. Ich könnte hier jetzt stundenlang rumfahren. Gefällt mir. Bombrero Bom de Carne. Festal, Republik der Argentinier, ja gut. Ich würde mich da mal spontan festlegen. Ich meine, wenn wir anhand der Straßen herausfinden, wo das ist, wird ja eigentlich relativ zentral im südlichen Zentrum sein. Es wird hier auf jeden Fall immer, wow, schon wieder. Okay, das sind die U-Bahn-Eingänge oder so. Oder sind das Bushaltestellen? Oh, das sind Bushaltestellen? Oh, das ist ja smart. Das ist ja... Wow. Ah, die Busse sind so hoch, dass die... Das ist ja auch verrückt. Warum sind die Busseingänge so hoch? Aber okay. Ja, warum nicht? Ja, barrierefreier Zugang ist schon klar, aber warum das überhaupt so erhöht ist, wundert mich. Zentrum. Okay, Zentrum ist im Osten. Und da steht BR. BR steht für Brasilien. Jetzt mach mich nicht traurig, dass wir in Brasilia sind. Gucken wir mal. Also, Zentrum nach Nordosten. Das heißt, wir wahrscheinlich hier irgendwo so drin.
Und wir haben große Straßen gehabt. Die hat keinen Namen. Sanchez Bustamante, ne. Cristo Rey. San Cristobal. Taruma. Das BR macht mich gerade stutzig. Die Busse haben noch keine Niederflurtechnik. Kannst du nicht mehr daran erinnern, dass er Schülerstufen hattest beim Einsteigen in den Bus? Nee, ich hatte immer nur Fußwege. Ich bin nie Bus gefahren. Und in Berlin gab es schon immer niedrige Busse. Nur die ganz neuen, die können sich ja absenken. Das hatten wir früher auch nicht. Man musste immer so eine halbe Stufe runterspringen, aber so hohe Busse auf jeden Fall nicht. Das kenne ich höchstens aus dem Reisebus, dass der dann eine Treppe ausfährt. Ja, wir fahren mal ins Zentrum. Ich glaube, die ganzen könnten sich diese Busse auch nicht leisten. Oder auch, macht ja auch keinen Sinn. Ich meine, wenn du so geile Bushaltestellen hast, warum solltest du dann andere Busse kaufen? Es sieht mir halt für Brasilien ein bisschen zu reich aus, wenn man es mal auf den Punkt bringen möchte. So eine Top-Level-Domain in Brasilien. Wir sind doch in Brasilien. Das sieht mir aber echt reich aus. Also, nicht? Alles sehr, sehr fein. Die Straßen überall neu. Und dann dieses alte Haus im Nirgendwo. Er wollte halt einfach nicht verkaufen. Finde ich auch richtig. Ich bleib in meinem Haus. Und wenn ich erst mit 99 sterbe, ich wohne in der oberen Etage. Und wenn ihr mich zubaut, ist mir das auch egal. So ein Ding nämlich. Kann man auch mal bringen. Ich glaube trotzdem noch nicht an Brasilien. Das ist mir zu hübsch für Brasilien. Militärpolizei. Panama? Ah, weg sind sie. Schade. RPmon Parna. Paraná. Was auch immer Paraná heißt. Die ersten Niederflurbusse von Mercedes gab es erst ab 1990. Ich bin mir sicher, dass du vor 1990 geboren bist. Also ich kenne keine Busse, die nicht so einen flachen Ausstieg haben. Auch die U-Bahn nicht oder so. Dass man da so eine Lücke hat wie in England oder sowas. Kann mich an solche Dinge nicht erinnern, dass wir sowas jemals hatten. Niederflurbus heißt ja nicht unbedingt, dass er sich absenkt, sondern einfach nur niedriger Bus. Gibt's ja auch so. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas finden werde, nicht? An den Haltestellen nicht. Wir müssen eigentlich rausfahren. Vielleicht das Zentrum die falsche Richtung. Tja. Brickle One, Powered Housey. Was ist das? Was machen die da gerade? Ist er... Also entweder ist er von der Kamera dupliziert, also sieht aus, als ob er gerade sich dahin stellt, um den Laden auszuspionieren, um ihn danach auszurauben.
Und bei ihr sieht's aus, als ob das Gesicht in die Richtung nach vorne guckt, aber die Beine in die Richtung stehen. Creepy. Was auch immer er davor hat. Und er ist auch irgendwie doppelt. Okay. Das heißt, die ganzen Sachen wie Argentinier, Simon Bolivar, nicht, die gibt's auch überall. Das heißt, es hilft uns hier nicht weiter. Die BR irgendwas, die könnte uns weiterhelfen. Komm, wir biegen mal ab. Ich glaube, die Straße da bringt uns nicht zum Sieg. Villa Kelter, Yogo und Kaffee. Gaucha, Advocado. Schon wieder diese Bushaltestelle. Ich meine, werden die Bushaltestellen eingezeichnet, könnte ich ja nach denen ein bisschen gucken, aber sind sie oft nicht. In Deutschland wäre eine so eine Bushaltestelle über Nacht sofort zertrümmert. Das könntest du hier gar nicht mehr aufbauen heutzutage. Selbst mit Überwachungskamera ist den Leuten egal. Zertreten es trotzdem, die Scheiße. The Sword. Ich glaube, die ist schon ein bisschen besser, nicht? Die führt uns, glaube ich, über wichtige Routen irgendwo hin. Früher war die ganze Antriebstechnik unter dem Boden der Busse. Die wurde dann irgendwann in einen Schrank am Heck verlegt. Dadurch erst konnten die Busse auf Bordsteinniveau abgesenkt werden. Vorher gab es immer 2-3 Treppenstufen an den Türen. Also die Zeit kenne ich auf jeden Fall nicht mehr. Also ich musste nie aus dem Bus jumpen oder irgendwelche Treppen steigen. Prost. Ah, Mann. Das brauchte ich jetzt. Was Kühles. Hier so warm in der Gegend. Jetzt steht aber auch überall Brasilien, nicht? Vorhin über Argentinier. Vielleicht war das das argentinische Viertel in der Stadt. Hier ist auch eine brasilianische Flagge. Jetzt wird das eindeutiger, nicht? Aber vorhin die Hinweise gingen in eine andere Richtung. Gut, viele wissen das über die Sprache, nicht? Elektronika, Pare, oh, das kann nur Brasilien sein, weil die da nur Pare sagen. Ja, weiß ich, was die da Pare sagen. Ich pare auch gleich mal irgendwas. Christo Rei. Weil hier könnte ruhig doch mal jemand dran schreiben. Restaurant de. Oder wenigstens in so einem Wort, was sich immer wiederholt, nicht? Wo ich dann dran festmachen kann, ah, das könnte der Stadtname sein. Ich meine, das kann ja eigentlich nur. Ja, gut. Also für Dingens hier, für Rio de Janeiro, sieht zu sauber aus. Also das, was man da so an Bildern kennt, da sind ja eher Favelas in den Bergen und hier ist ja eher flach und alles. Das glaube ich also nicht. Hier eine Autobahn. Komm, da wird doch eine Entfernung zu irgendwas dran stehen. So, wartet. Wir kriegen das hin. Haltet euch fest. Elektrobar. Ah, sieht schon echt futuristisch aus. Ich finde, das hat richtig was, nicht? Warum kriegen wir sowas in Europa oder vor allem in Deutschland nicht in irgendwelchen Städten hin, dass eine Sache halbwegs vernünftig aussieht und auch noch, ja, sinnvoll ist, nicht? Die sind komplett überdacht bei Regen und vor Spritzwasser geschützt. Das ist doch total genial. Ist da eine Karte gewesen? Nee, ich dachte, das ist eine Wetterkarte oder so. Weil ich glaube, das ist einfach nur ein kaputter Bildschirm. Shopping de Descondos. Okay. Shopping, günstig shoppen. Discount Shopping, Cine System.
Okay, da stand wieder nichts drauf. Da. Ich will rüber. Da haben wir doch was. Jetzt haben wir was. Saudopihinas. Dann gehen wir mal hier rüber. Saudopihinas. Und BR-376. Ich glaube, die drei BR-Dinger sind global, nicht? Die anderen haben nämlich hier alle Abkürzungen sonst. Aber BR-Abkürzungen sehe ich eh nicht. Belém, Fortaleza, Salvador. ...300, 364 suchen wir aber. Aber hier sind wir schon in einer ganz guten Ecke. 369. ...387. Dann könnten wir eigentlich nur bei Porto Alegre sein. Sehen wir da eine 376? Nee. Wieder so Klassiker, nicht? Die 377 sieht man sofort. 67? Aber 200? Ich brauche 367. 376. Jetzt sage ich sogar falsch rum. Ich meine, hier irgendwo im Urwald, da wird das nicht sein, oder? Ich kenne auch keine große Stadt hier hinten. Am besten ist es dann so eine Straße, die sich durchs ganze Land schlängelt, wenn wir sie finden. Wie die 110. Die 110 geht die komplette Küste entlang, nicht? Oh Mann. Ich glaube, die Ecke hier unten war schon gar nicht so verkehrt. Wenn hier die 77 war. Sofern das die BR-Straßen sind, aber die anderen heißen eigentlich ja wie das Bezirkdingens. Ja, das wäre vielleicht hilfreich, nicht? Wenn wir wüssten, St. Katharina. Santa Catarina. Okay, so heißt das ganze Ding hier. Das heißt, hier unten sind wir schon drin. Jetzt brauchen wir nur noch die 300. Irgendwas. 386. Und ich meine, die soll ja dahin führen. Penna.
Das Einzige, wir können ja nur hier drin sein, in diesem riesigen Ding. Aber es ist fast immer noch zu klein. Und wir können eigentlich nur hier sein, eigentlich können wir nur hier sein, wenn das Zentrum nordöstlich liegt. Wie heißt denn hier der Flughafen? Salgado Filho. Ah, Filho habe ich schon mal gelesen vorhin. Haben wir noch einen Flughafen? Hier gibt es auch safe noch einen Flughafen in der Ecke. Hier ist noch ein Zentro. Da ist auch ein Zentro. Okay, die haben alle Zentro. Das hilft uns also nicht wirklich viel mehr weiter. Die 376 sehe ich halt auch gar nicht. Ich meine, vielleicht sind wir auch nördlich. Wie ist die 374? 373? Wer ist dein Flughafen hier? Normalerweise sieht man die Flughäfen doch schon von Weitem von oben. Alphaville. Also hier sind die Flughäfen echt schwer auszumachen. Da haben wir sie. Maringa. Okay. Und habt ihr ein Aeroporto? Aber dass die Stadt so groß sein soll, kann ich fast nicht glauben. Das hier ist doch schon ein riesiges Gebiet, aber okay. São Gidos Beringa. Richtung Süden. Oder Boqueirão. Manchmal landet der so zwischen zwei Zoom-Stufen neuerdings und dann zoomt er gleich wieder raus. Also sehr interessant. Wahrscheinlich, weil die Maus sich so um 0,1 mm Apuranca rausbewegt. Okay, zurück zum Start. Wir gucken mal. Do Parana. Wo war denn die große Straße? Bin vorhin in die Richtung? Dann gehen wir jetzt mal in die Richtung. Aber bin ich vorhin auch nach Osten? Wir gucken erstmal. Wir fahren erstmal nach Osten. Ich glaube, ich bin vorhin auch nach Osten, nicht? Ah ja, okay. Dann fahren wir jetzt mal nach Westen. Die ist noch nicht groß genug.
Die sieht auch nicht so groß aus. Könnte aber so eine dicke weiße sein. Hier haben wir auf jeden Fall auch schon diese krassen Busstationen. Motorista, Ciclista. Auf jeden Fall, guck mal, wie hier die Radwege getrennt sind, nicht? Du hast Fußgängerwege getrennt von Radwegen, getrennt von Straße. Ja, das ist das einzige sinnvolle System, was es halt gibt. Und das haben die auch alles erst umgebaut. Nicht? Warum wir das nicht hinkriegen bei uns? Nein, ein Radweg getrennt von der Straße könnte meine, weiß ich nicht was, mein Penis schrumpfen lassen um 3% als Politiker. Deswegen kann ich das nicht zugeben. Und deswegen brauche ich auch Verbrennermotor. Okay. Aber vielleicht wäre es egal, was du brauchst. Naja. Es ist, wie es ist. Okay, aber hier in die Richtung kommt jetzt nicht wirklich eine große Straße, glaube ich. Die ich vielleicht auf der Karte sofort sehe. Fahren wir mal nach... Nee, nach Westen sind wir schon. Nach Osten. Oder sind wir nicht vorhin nach Osten? Ich weiß es schon nicht mehr. Doch, ich glaube, nach Osten waren wir, nicht? Ja, ja, da kommen wir wieder auf das Studio. Dann fahren wir mal nach Norden. Ihr auch, nicht? Guckt, von wann ist das Bild hier? Das Bild ohne Radstreifen ist von... wo steht's? Manchmal steht's irgendwo da oben. 2022 und das Bild mit Radstreifen ist wahrscheinlich von 2024. Wow, in einer kleinen Nebenstraße. Verrückt, nicht? Von kein Radweg zu, oh mein Gott, ein Radweg und alle sterben. Ja, also hier, nicht? So. Und die Leute leben noch. Kann man sich ja gar nicht vorstellen, nicht wahr? Okay, aber das hilft mir hier nicht weiter, um das jetzt einzugrenzen. Ich hätte mir mal die große Straße vorhin merken sollen. Das wäre vielleicht clever gewesen. Tornado! Ach nee, es sind Kabel. Die müssen wir vielleicht doch so fahren wie vorhin und auf die große kommen. Ich meine, hier fahren Busse. Vielleicht sehen wir die ja. Wie heißt die denn? Gib mir einen Namen. Avenue Republik de Argentina. Okay. Avenue de Brasil, de Colombo. Und deswegen bin ich auch auf Argentinien gekommen, nicht? Vorhin. Und die verläuft Nord-Süd. Und zwar ziemlich genau. Das könnte also eine von denen hier sein. Vielleicht Joaquim Duarte. Den kennt man auch inzwischen als Straßenname. De Camel. So viel Nord-Süd gibt es ja nicht. Dezembro. De Calais. Paraná. Da sind wir vorhin auf jeden Fall dran vorbeigefahren. Avenue Brasil. Da sind wir dann auch rangefahren. Das heißt, wir kommen irgendwo von hier unten. São Paulo. Brasil, Colombo. Alles haben wir irgendwann mal gesehen. Gut. Oder wir sind nicht in dieser Stadt. Ist auch noch eine Wahrscheinlichkeit, nicht? Jede Stadt hat die gleichen Straßennamen hier in Südamerika. Was mich jetzt stutzig macht, dass es die, die wir haben, nicht zu geben scheint. Zumindest nicht als große Straße.
Und nicht in der Ausrichtung. Oder die heißt nur auf ein ganz kleines Stück so. Aber neulich waren wir dann auch in einer anderen Stadt, als das nicht hingehauen hat. Para a Converso Escureda. Sehe ich auf jeden Fall. Irgendwie. Jetzt sind wir auf der kleinen Straße gefangen. Wo könnten wir denn noch sein? Wir könnten noch Lodrinda sein, vielleicht. Wo war jetzt die 376? Nee, hier. Die fährt hier weiter. Und versteckt sich hier wahrscheinlich auf der hier mit. Ja, auf der 466. Ich liebe das. Apuranca könnten wir noch sein. Aber die sind, irgendwie wirken mir die alle zu klein für das, was wir sehen, nicht? Ich meine, die hat ja nicht mal einen richtigen Innenstadtkern. Ich selbst mal Ringa ist schon mir eigentlich zu klein. Hier haben wir noch ein Centro. Die gehen auch eher Nord-Süd, die Straßen. Dezembro wieder. Dass wir noch keinen Simón Bolívar hatten. Hier ist der hier. Aeropuerto de Lodrinda. Der ist es nicht. Estadio do Café, so hieß unser Stadion auch nicht. William Churchill hatten wir auch nicht. Nee. Das passt hier auch nicht. Eigentlich, ich würde fast sagen, geht die 376 vielleicht da hinten rein? Wo gehst du hier lang? Hier runter. Ponta Grossa ist jetzt auch nicht so riesig. Campo Largo. Bututava, da hatten wir doch irgendwas. Ja, dann sind wir in Curibita, nicht? Wenn die 376 hier startet. Winston Churchill Avenue. Also sie sind auf jeden Fall nicht kreativ, was Namensgebung angeht. Alfonso Pena, hier. San Jose dos Pinha. Ja, hier sind wir. Okay, Curibitaiti. Das macht doch Sinn. Das andere hat zwar auch Sinn gemacht, aber das macht noch mehr Sinn natürlich, wenn der Ort dran steht, den wir suchen, nicht wahr? Oh mein Gott. Und jetzt brauchen wir nur noch diese Avenue de Argentinier, die eigentlich Nord-Süd verläuft. Haben wir hier Nord-Süd-Straßen? Eigentlich nur die paar. Ja, dann laufen nicht alle Nord-Süd. Aurora. Confranco. Marinka, das hatten wir auch schon. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Bezirke hießen. Makanhan. Calibache. Boa Vista. Nicht in Bella Vista? Da ist Isis ja. Centro. Hier, da sind irgendwie mehrere Städte innerhalb der Städte, nicht?
Republik de Argentina, hier ist sie. Boah. Okay, jetzt haben wir's. Oh, nee, das wollte ich nicht. Back to start und jetzt haben wir den Namen. Marco do Panda Rio Grande do Sol. Und die war Richtung Nordwesten, ne? Ich bin nach Norden und dann nach Westen. Also würde ich sagen, sind wir hier drin. Wir gehen auf Süd-Nord. De Bosco, Rio Grande. Vagras. Mansur, Fuete, Filho, Kaminski, Castelli, nee, Otto, vielleicht sind wir dichter dran, als ich denke. Kunha, cool. Okay, dann sind wir doch auf der Seite und dann haben wir uns irgendwie gedreht und sind da rangekommen. Ihr kennt diese alten Busse noch, okay. Da bin ich mit meinen 18 Jahren wahrscheinlich zu jung zu. Ich bin auch zu jung, um diese scheiß Straße zu sehen. Rio Grande do Pana. Rio Grande do Pana. Rio Grande do Pana. Rio Grande do Pana. Ponte Grossa. Kennedy haben wir nicht gesehen, nicht? Ich meine, die Republik Argentinien ist relativ lang. Rio Grande do Sol, hier oben sind wir. Wow. Okay, so dicht am Zentrum dran. Das ist ja krass. So, und do Pana. Wir stehen wirklich, glaube ich, ja, wir stehen mittig, nicht? So, Finish haben wir. 2,44 Meter. Endlich. Endlich. So, und die letzte Runde wird doch jetzt ein Klacks in Nigeria. Nee, in Kenia, nicht? Nee, die Sonne ist im Norden. Das heißt, wir sind im Süden. Ah, es könnte Kenia noch sein. Könnte aber auch irgendwas anderes sein. Das ist eine Palme. Palme macht mich immer unglücklich. Cabanas. Chile. 10? Entweder ist das 10 oder was anderes. Ich kann es nicht richtig sehen. Okay. Chile könnte gut klappen. Ah, Chile ist hübsch, da fahre ich gerne rum. Chile ist irgendwie so ein bisschen anders wie die anderen argentinischen Ländern. Südamerikanischen Ländern. Also Chile und Argentinien nicht, sind irgendwie anders. Ich glaube auch Uruguay ist ein bisschen anders. Aber so Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien, Venezuela, Brasilien, ist alles so ein bisschen, weiß nicht, im Kopf gefährlich, nicht? Aber Chile und Argentinien ist irgendwie nur so, ja, da kann man eigentlich hin. Komisch, oder? Okay, hier können wir nicht weiter. Shit. Das ist schon mal ein guter Start, nicht wahr? Wo sind wir lang? Bin ich hier gerade nach Norden rein? War das der Weg? Ich habe jetzt geredet und nicht aufgepasst, wo ich lang bin. Das ist natürlich gut. Okay, ja.
Also nach Norden geht's auf jeden Fall nicht weiter. Nee, hier geht's auch nicht weiter nach Westen. Oh oh. Aber das ist nicht gut. Das könnte ein Killer werden. Oder geht's hier doch weiter? Geht's zur Not hier rum? Nee. Deportivo Ruca Rappel. Termino Caminos. Marina. Okay, wir sind auf jeden Fall irgendwo, wo Wasser ist. Porta Ingres de Usar. Marina Las Piedras. Okay, in die Richtung geht's auch nicht weiter. Also nach Norden und Dings, dann geht's nur noch nach Südosten. Oh oh, oh oh, wenn das jetzt hier nicht weitergeht. Dann haben wir nur das hier. Apuntilla. Apuntilla ist hier unten, oder? Apuntilla? Inflables, Rosa Esther, Cabanas. Okay, aber ab dem Punkt können wir ja starten. Rapalhu. Rapalhu, Rapalhu. Auf jeden Fall Boote haben sie hier. Da können wir nichts gegen sagen. Ja, und wir haben noch ein ganz großes Problem, nicht? Das ist schon wieder, weil der Regen weiß ja, wann Wochenenden sind. Es wird ein verregnetes Wochenende werden. Das heißt, drinnen bleiben. Kein Biergarten wahrscheinlich, kein Fahrradfahren wahrscheinlich. Einfach zum Kotzen das Wetter. Ich meine, es ist heiß und am Wochenende regnet's. Dann soll es doch wenigstens am Wochenende warm sein. So warm wie diese Spur auf einer großen Straße. Sehr gut. Melipila. Melipila. Sehen wir das von oben. Melipila, bist du zu Hause? Melipila, bitte melden. Melinka. Wäre auch zu einfach gewesen, nicht? Megilionias. Und hier ist, glaub... Okay, so richtig grün ist die Ecke nicht. Ich würde schon sagen, wir sind irgendwo in diesem Gebiet. So von der Vegetation her. Pelhur, da sind wir. Das war jetzt aber nicht so schwer. Oder das hieß doch Pelhur gerade. Hundert Meter. Oder Peterhur? Irgendwie hatte der doch so einen komischen Namen gerade. Upsi. War das die falsche Straße, aus der kamen wir? Okay, sieht ganz anders aus. Das war die doch nicht. Wo fahre ich denn jetzt lang? Shit. Aber doch, da war doch das Boot. Doch, doch, ist richtig. Okay, sieht komplett anders aus.
So, und ich bin doch gefahren und irgendwo stand doch hier irgendein großer Name dran. Wo war der denn? Habe ich den wieder nur geträumt? Hatte der nicht irgendwie im Holz oder so? Keine Ahnung, wo ich das gerade gelesen habe. Las Cabras. Würde aber von den Namen hier nicht passen, nicht? Las Cabras. El Manzano. Das ist ja auch noch. Dann orientieren wir uns da dran. Lago Rappel, Punta Verde ist da. Okay, vielleicht hat der da mal gewohnt und das einfach rangeschrieben, nicht? Oder der heißt so, Pelhur. War, glaube ich, auch nur mit einem L. Unseres hier ist mit zwei L. Okay, in der touristischen Gegend Lago Rafael. Und Punta Verde. Aber Lago ist doch See, oder? Lago Rappel. Hier, Rappel. Und jetzt Punta Verde, Richtung Norden. Punta Verde. Okay, da sind wir. Camping de Sol. Dann müsste hier La Balsas, El Marzano. Okay, hier sind wir drin. Hier sind wir gerade rausgekommen irgendwo. Hier sind wir, glaube ich, rausgekommen. Jetzt ist die Frage, auf welcher Höhe hier stehen wir? Wir haben eine Straße nach Norden weggehend. Das könnte überall sein. Wir haben keine Straße nach Süden und unsere geht Ost-West. Ja, wow. Da haben wir nur drei Optionen jetzt, Minimum. Okay, wenn wir nach Westen gehen. Dann kommt lange keine Straßenabfahrt. Sehr lange nicht. Außer das sind Abfahrten. Und dann kommt das Ding hier. Das ist das hier. Das ist nicht. Das ist nicht unsere Entfernung, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir stehen hier. Oder hier. Dem. Ah, der geht in die andere Richtung. Oder da. So, dann müssen wir nach Norden. Nach. Okay, hier kommt direkt eine Einfahrt, aber ist, glaube ich, nur eine Einfahrt. Die zählt nicht. Einfahrt. Einfahrt. Bahia de los Reyes. Hier. Okay, das ist Bahia de los Reyes. Das ist die kleine Einfahrt, dann stehen wir wirklich hier. Ich drücke mal das Falsche heute. Nicht Einfahrt, Bahia de los Reyes.
Auf der Seite ist auch kein Haus. Finish. 5,87 Meter. Wir haben es gepackt. 6.000 Pünktchen. Und damit kommen wir zu den Final Results. Wir waren in der Schweiz 10 Minuten. 41 Minuten in Brasilien. Das hat echt zu lange gedauert. Und 12 Minuten in Chile. Das war doch was. Können wir so lassen. Und bis zur nächsten Runde. Dabei sein.